Hallo und herzlich willkommen zurück nach einiger Zeit zu einem neuen Video von Apfellike. Und bevor es losgeht, einige sehr, sehr wichtige Informationen. Ihr habt alle gemerkt, es ist leider einige Zeit ohne einem neuen Video vergangen. Und das möchte ich kurz erklären. Ich habe einfach in letzter Zeit weniger Zeit gehabt für Apfellike, besonders für Apfellike-Videos. Was mir natürlich leid tut, aber es sind einige sehr, sehr andere, sehr spannende Sachen bei mir vorgefallen. Zum Beispiel aktuell investiere ich sehr viel Zeit in meine eigene erste Firma. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, in einer der letzten Videos habe ich es erklärt. Wenn es euch interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich möchte diesen Kanal hier nie aufgeben. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ihr habt hier abonniert, um viel Content zu bekommen. Deswegen hatte ich eine Idee. Wir haben mittlerweile im Apfellike-Team das Apfellike-TV-Team, was vom Tim geführt wird, und die machen bisher schon sehr, sehr guten Content. Daher habe ich mir gedacht, warum nicht diesen tollen Content hier auf Apfellike bringen und warum ich ein Team hier auch einige Formate wieder aufleben zu lassen oder in allgemein hier ein bisschen experimentieren lassen mit neuen Formaten, mit neuen Ideen. Und genau das wollen wir machen. Tim wird nun einige der regelmäßigen Videos hier übernehmen und ich werde mich zusätzlich regelmäßig wieder melden, vielleicht alle 3-4 Wochen, vielleicht öfter, vielleicht weniger oft, mit einigen neuen Videos, wie zum Beispiel meinen Kommentaren, meinen Meinungskommentaren, zum Beispiel den Livestream-Projekten und auch anderen Videoideen, die ich habe und die mir unglaublich viel Spaß machen, hier auch umzusetzen. Das heißt, ich bin auf keinen Fall weg, ich werde mich regelmäßig wieder melden, aber den Großteil des neuen Contents wird der Tim übernehmen. Und genau dazu wird es heute auch gehen, nämlich Tim wird seine erste Round der Apple-Ausgabe hier präsentieren. Hinterlasst ihm doch gerne unten Feedback, ihm wird es unglaublich viel helfen, er lebt sich hier aktuell noch ein und ist auf euer Feedback angewiesen. Und natürlich lasst ihn doch herzlich willkommen heißen hier auf dem Apfellike-Kanal, mich wird es unglaublich freuen. Das war's nun von diesen Informationen. Ich würde nun sagen, viel Spaß mit der ersten Ausgabe Around the Apple von Tim. Los geht's! Ja, natürlich auch herzlich willkommen zu diesem Video von mir und ich denke, wir legen auch direkt mal los. Viel Spaß! Laut DigiTimes, ein taiwanisches Technikmagazin, soll die Produktion der zweiten Apple Watch Generation erst im zweiten Quartal 2016 starten. Sie behaupten auch, dass Quanta die komplette Fertigung übernehmen wird. Apple hatte in der Vergangenheit auch schon mal mit ihnen zusammengearbeitet. Mit dieser Information könnte sich eine Vorstellung der Apple Watch im März erledigt haben. DigiTimes hat in letzter Zeit aber auch oft falsch gelegen, es bleibt also abzuwarten, ob sich die Gerüchte weiter verdichten. Auch zum Project Titan sind in dieser Woche wieder einige Gerüchte aufgetaucht. Laut Apple Insider soll Apple Designchef Jony Ive unzufrieden mit dem Fortschritt des Projekts sein. In der Vergangenheit ging Apple auf Mitarbeitersuche für ihr Autoprojekt. Die Zahl der Mitarbeiter, die am Project Titan arbeiten, soll so auf ca. 1000 Mitarbeiter gewachsen sein. Ive soll jetzt allerdings die Einstellung neuer Mitarbeiter auf Eis gelegt haben. Auch der angebliche Leiter des Projekts, Steve Zadesky, hat Apple in den letzten Tagen laut Apple aus persönlichen Gründen verlassen. Es kann natürlich auch sein, dass 1000 Mitarbeiter in dieser frühen Phase reichen und Apple in einer späteren Phase des Projekts wieder neue Mitarbeiter einstellen wird. Durch die vielen Gerüchte rund um das iCar kommen jetzt auch die ersten Stimmen aus der Automobilbranche zum Apple-Auto. Elon Musk, der Chef von Tesla, sieht in dem Auto viel Potenzial und sagt, dass es ein offenes Geheimnis ist. Auch der CEO von Ford freut sich über die neue Konkurrenz. Daimler-Chef Dieter Zetsche verriet in einem Interview mit der Welt, dass er vom Apples Plänen beeindruckt ist. Er sagte auch, dass Google und Apple fortgeschrittener seien, als man dachte. Lustig dabei ist, dass Zetsche letztes Jahr noch gesagt hatte, dass ein Apple-Auto ein abwegiger Gedanke ist. Wir können natürlich gerne in den Kommentaren weiter diskutieren. Mehr News gibt es auf apfellike.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.